Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, ich durfte für ein Fotoshooting diesen XXL Cupcake machen. Und da ich so eine Art von Kuchen oder Torten bisher noch nicht so oft gemacht habe, mit Buttercreme ausstreichen etc., finde ich, ist er doch ganz gut gelungen. Ich habe mir eine Form gekauft bei Amazon, damit das Ganze ein bisschen einfacher vonstatten geht. Und wenn ihr wollt, ich verlinke euch diesen Link in die Infobox. Und natürlich auch den Fanta-Kuchen, den hatte ich schon vorbereitet. Auch dazu gibt es schon ein Video. Auch diesen verlinke ich euch oder kommt gleich oben in der Leiste. Jetzt fangen wir aber erstmal an. Ich habe meine Form ausgefettet mit Fettspray und mit Mehl ausgekleidet. Und jetzt gebe ich einfach meinen Teig dabei und backe das Ganze. Während der Kuchen dann im Ofen ist, habe ich schon mal die Buttercreme vorbereitet. Dazu habe ich 500 Gramm Butter aufgeschlagen und dann dazu 500 Gramm Puderzucker dabei getan und noch etwas frisch gepressten Zitronensaft, damit etwas Frucht da reinkommt und die Buttercreme halt nicht ganz so süß ist. Wenn der Kuchen dann abgekühlt ist, könnt ihr den überschüssigen Teil abschneiden. Damit der Cupcake hinterher nicht so scharfe Kanten hat, habe ich mir den Rand so ein bisschen schräg abgeschnitten. Und dann fange ich an mit dem Einstreichen. Auch hier, wie gesagt, ich bin ein absoluter Laie. Ich habe das jetzt so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe. Natürlich wird es da wahrscheinlich eine besondere Technik bei geben, wie man es richtig macht. Aber ich bin irgendwann auch zum Ziel gekommen, habe nach ein, zwei Schichten den Cupcake für 20 Minuten in den Kühlschrank gestellt und habe dann noch eine weitere Schicht draufgelegt, bis ich meinte halt, dass es genug ist. Hier gehe ich jetzt mit der Winkelpalette, gehe ich jetzt den Rillen des Cupcakes nach. Mit der oberen Seite verfahren wir genauso. Auch hier wieder nach zwei, drei Schichten in den Kühlschrank stellen für 20 Minuten ungefähr und dann so lange weitermachen, bis man den gewünschten Effekt dann erreicht hat.
fahre ich jetzt nochmal die Rillen entlang mit einer großen Winkelpalette. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz perfekt geworden. Eigentlich darf man die Winkelpalette gar nicht absetzen, sondern in einem durchziehen. Aber das habe ich irgendwie nicht geschafft. Ja, dann braucht ihr nur noch verzieren. Und ich habe jetzt hier die unschönen Stellen noch ein bisschen mit Buttercreme verziert, dass das alles nicht ganz so auffällt. Und dann ist mein Cupcake schon fertig. Wie gesagt, nicht perfekt, aber was ist schon perfekt, ne? Und nächstes Mal wird es vielleicht noch schöner. Ja, dann guckt das Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt mir dafür einen Daumen hoch. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.